Sie erweisen ihrem Retter die letzte Ehre. Meine Juden, nannte Oskar Schindler die 1200 Menschen, die er im Dritten Reich vor dem Tod bewahrte. Als er im Herbst 1974 stirbt, bestatten sie ihn in ihrem Staat. Ein christliches Begräbnis und Juden tragen den Totenschrein. Jeder will zumindest für eine kurze Zeit den Sarg stützen. Ein jüdisches Ritual, ein Bekenntnis der Wertschätzung an den Verstorbenen. Er war ein Glücksspieler und Spekulant, Spion und Frauenheld, Retter und Liebemann. Oskar Schindler, der hat gelebt, wie man sagt, mit allen Knochen seinen. Er hat gerne Frauen gehabt, er hat Geld geliebt. Er hat geraucht und getrunken wie ein Schuster. Und trotzdem, ich erinnere mich immer an ihn, wie einen Menschen, der viel Herz gehabt hat. Oskar Schindler war für mich wie ein Heiliger. Das war unglaublich, was ein Mensch hat für uns getan. Er war alles für uns. Wir verdanken ihm das Leben. I think that some higher power guided him. Ich denke, dass ihn eine höhere Macht geleitet hat. Denn keine normale Person konnte unter diesen Umständen so arbeiten, wie er es tat. Er hat ständig den Lagerkommandanten in der Villa getroffen. Er tat alles, um Menschen freizukriegen. Wie ich später herausgefunden habe, mit Diamanten, Geld. Aber nicht nur mit Geld, sondern auch mit sehr wertvoller Kunst. Er hat all das arrangiert, nur um ein paar Juden zu retten. Ja, er war ein guter Mensch, ohne Zweifel. A bunch of Jews? Yes, he was a good human being, definitely. Oskar Schindler ist 31 Jahre alt, als Hitler den Krieg beginnt. In den besetzten Gebieten wird bald deutlich, welche Rassenpolitik er wirklich verfolgt. Die Juden werden als Untermenschen diffamiert. Sie werden von ihren Eroberern geschunden und erniedrigt. Die Verfolgung der jüdischen Menschen im Generalgouvernement im polnischen Raum haben hier in ihren Grausamkeiten eine allmähliche Steigerung genommen. Und ein denkender Mensch, der mit dem inneren Schweinehund siegreich fertig wurde, musste einfach helfen. Es war keine andere Möglichkeit. Schindler, der Kriegsgewinnler. Er übernimmt eine Emaille-Warenfabrik in Krakau. Er beschäftigt Juden, weil sie billig sind und profitiert aus Schwarzmarktgeschäften. Aber er ist auch der einzige Deutsche, der ein eigenes Lager für die Juden errichtet. Als deren systematische Liquidierung beginnt, zieht er mit 1000 von ihnen nach Brünnlitz in die Tschechoslowakei und bewahrt sie vor dem sicheren Tod. Oskar Schindler verbringt seine Kindheit in Zwittau im deutsch-nationalen Sudetenland. Sein Vater betreibt eine Landmaschinenfabrik. Er wird katholisch erzogen und spielt mit den Kindern eines Rabbiners und versucht sich vergeblich als Amateurrennfahrer. Zur Verwunderung aller heiratet dieser Mann im Jahre 1928 Emilie, ein tief religiöses Mädchen aus dem Nachbardorf. Er wird Spion der deutschen Abwehr und ein paar Jahre später Mitglied der NSDAP. Bereits 7 Monate vor Kriegsbeginn stimmt Hitler die Deutschen auf das ein, was kommen wird. Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa.
Deutschland ist bereit, sein Recht und seine Freiheit mit allen Mitteln geltend zu machen. Am 1. September 1939 überfällt die deutsche Wehrmacht Polen. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Die Stadt Krakau hat durch den Zweiten Weltkrieg kaum Schaden genommen. Keine Bombe schlug hier ein. Doch mehr als 50.000 Menschen verloren ihr Leben, vor allem Juden. Symbol der Stadt ist die Wawelburg, in der früher die polnischen Könige gekrönt wurden. Eine Woche nach Kriegsbeginn marschieren die Eroberer auch in Krakau ein und erklären sie zur Hauptstadt der neuen Ostgebiete. Am 8. November wird Reichsminister Hans Frank Generalgouverneur für das neu eroberte Terrain, ein grausamer Despot. Er herrscht in der Wawelburg als ungekrönter König von Polen. Oskar Schindler versteht es, sich vor dem Wehrdienst zu drücken, weil es ihm lukrativer erscheint, beim großen Aufbruch im Osten in Krakau mit von der Partie zu sein. Er gilt als leichtfüßiger, wenig kreditwürdiger Asadeur und Kavalier, der geliehenes Geld mit vollen Händen auf den Kopf haut. Er übernimmt eine bankrotte Emaillewarenfabrik und produziert Kochgeschirre und Küchenutensilien für den Schwarzmarkt und später für die deutsche Wehrmacht. Seine Arbeiter sind Juden, weil sie günstig sind. Schindlers Fabrik wird ein Zufluchtsort. Schindler ist kein Kostverächter und hat seine Frau in Mähren gelassen. Der Bon Vivant bewegt sich geschickt in den Etablissements der Stadt, wo höhere SS-Funktionäre Entspannung suchen. Krakau, eine einzige rauschende Party. Mit seinem NSDAP-Abzeichen im Knopfloch ist er, der Emporkömmling, Mittelpunkt jeder Feier und im Zentrum der Mächtigen. Er wollte bekannt sein. Er wollte bewundert werden. Er hatte diese Persönlichkeit. Hallo, hier bin ich. Eben eine wichtige Person. Krakau. Die Juden sind der Willkür der neuen Machthaber hilflos ausgeliefert. Die Juden müssen zwangsweise ihre Wohnungen verlassen und ins Krakauer Ghetto umsiedeln. Das Regime konzentriert die Juden, indem es sie in einen abgezäunten Wohnbezirk einweist, in die brüchigsten Quartiere. Ich weiß, dass meine Mutter ein Bündel dabei hatte. Darin war ihr ganzes Hab und Gut und ich musste meine Lieblingspuppe zurücklassen. Die habe ich noch bis heute vor Augen. So eine wunderschöne Puppe mit einer eigenen Kinderkarre. Die Erwachsenen fingen jetzt an, sich Sorgen zu machen, dass das der Anfang von etwas Schlimmem ist, dass das menschliche Drama beginnt, dass wir als Juden eine Bedrohung darstellen. Sie werden bewacht, kontrolliert und observiert. Zur Abgrenzung vom Rest der Welt müssen sie eine Mauer bauen. Sie gibt dem Terror seine feste Form. Die Juden können jederzeit zum Arbeitsdienst herangezogen werden. Privatsphäre gibt es nicht mehr. Wer sich ab dem 20. März 1941 außerhalb des Ghettos aufhält, ist vogelfrei. Auf einer Fläche von 600 mal 400 Metern leben jetzt 18.000 Juden. Während die Juden versuchen, im Ghetto zu überleben, halten die Eroberer ihre Paraden in Krakau ab. Am 19. Juli 1942 ordnet Himmler im Rahmen der sogenannten Endlösung bis Jahresende die Ermordung aller arbeitsunfähigen Juden im Generalgouvernement an. Die Deutschen gehen bei der Vernichtung der Juden systematisch vor. Krakau, Hauptstadt der eroberten Ostgebiete, soll judenfrei werden, danach Polen und später ganz Europa. Anfangs profitiert auch Schindler von der Situation der Juden in der Hauptstadt. Wie viele andere Fabrikanten nutzt er sie als Arbeitssklaven. Seit dem Frühjahr bezahlt Schindler 5 Reichsmark für ungelernte Arbeiter und Frauen an die SS. Er macht in dieser Zeit ein beträchtliches Vermögen und beschäftigt immer mehr jüdische Arbeitskräfte, die nun zu seinen persönlichen Schützlingen werden. Das war ein moralischer Wandel, der sich in dem Mann vollzogen hat, als er sah, wie man die Menschen behandelt. Er ist mit Sicherheit nicht als Lebensretter, sondern als Geschäftsmann nach Krakau gekommen. Er hat sich im Laufe der Zeit, als er sah, was sich tut, hat er beschlossen, den Menschen zu helfen und hat sich in dieser Rolle sehr wohl gefühlt. Und dann
konnte er gar nicht mehr zurück, weil er sah, dass mehrere hundert Menschen Augen zu ihm heraufschauen und von ihm Hilfe erwarten. Auch Helen Jonas Rosenzweig, geborene Sternlicht, lebt mit ihrer Familie im Ghetto. Die 16-Jährige wird später das Hausmädchen des Lagerkommandanten von Plaschow Amon Goeth. Nicht arbeitsfähige Juden werden in das Vernichtungslager Belzec deportiert. Als im Oktober 7000 Juden dorthin abtransportiert werden, wird auch ihr Vater verschleppt. Zwei Monate später passierte eine Tragödie in unserem Haus. Zwei bewaffnete SS-Männer kamen und nahmen meinen Vater mit. Er war so ein netter, liebevoller Mann. Er sprach fließend Deutsch und kaufte seine ganze Ausrüstung in Wien. Er konnte es nicht glauben, dass die Deutschen ihm so etwas antun könnten. Er drehte sich zu uns um und sagte: Macht euch keine Sorgen, Kinder, macht euch keine Sorgen, die brauchen mich. Er vertraute darauf, dass sie ihn zum Arbeiten brauchen, weil er doch so gut Deutsch spricht. Er versuchte, uns zu beruhigen. Nach einer Weile brachten sie ihn fort. Ich habe meinen Vater niemals wiedergesehen. Im Rahmen dieser Aktion im Oktober 1942 werden 7000 Juden ins Vernichtungslager Belzec deportiert. Im Februar 1943 soll das Krakauer Ghetto ganz liquidiert werden. Eine Aufgabe für einen Mann, der sich schon bei der Auflösung des Ghettos von Lublin besonders bewährt hat. Amon Goeth, verheiratet, Untersturmführer. Amon Goeth war für mich ein Beispiel für die Verwandlungsfähigkeit des Menschen vom Menschen zu einem grausamen Tier hin. Und was man nicht voraussehen und nicht äußerlich erkennen kann, dass es ist irgendwelche Motive, die in dem Menschen drin stecken, die ihn eben zu so einem grausamen Mörder machen lassen, der nicht nur die Befehle ausführt, sondern darüber hinausgehend sich immer wieder was Neues einfallen lässt, um noch grausamer zu sein. Ich weiß nicht, wie man eine Bestie beschreibt. War das Schlimmste, das ich einmal in meinem Leben gesehen habe. Am 13. März 1943, einem Sabbat, räumt Goeth mit einem Sonderkommando das Ghetto. Sie machen es judenrein, wie es im SS-Jargon heißt. Goeth und seine Gefolgsleute durchkämmen alle Wohnungen. Sie säubern bis zum Morgengrauen und auch am nächsten Tag alle Keller und Dachböden, um diejenigen aufzuspüren, die den Tag in ihren Verstecken überlebt haben. Seit 7 Jahrhunderten haben Juden in Krakau gelebt. Spätestens am folgenden Tag wird Krakau judenfrei sein. Mehr als 500 wurden so in den Straßen des Ghettos ermordet. Für die anderen beginnt ein Leben hinter Stacheldraht. Für diejenigen, die arbeitsfähig sind, bietet das Zwangsarbeiterlager Plaschow die einzige Überlebenschance. Hier in Plaschow, am Stadtrand von Krakau, auf einem jüdischen Friedhof, haben die Deutschen mit Hilfe von jüdischen Arbeitskräften dieses Zwangsarbeiterlager gebaut. Sie sprengen die Aussegnungshalle und zwingen die Juden, ihren eigenen Friedhof zu schänden. Mit Grabsteinen pflastern sie eine Lagerstraße. Im Zwangsarbeiterlager Plaschow werden im Laufe der Zeit 20.000 Juden aus Polen und später auch aus Ungarn untergebracht. Am 10. Januar 1944 wird das Arbeitslager in ein KZ umgewandelt. Bronisława Karakulska kommt als 11-Jährige nach Plaschow. Ich sah Baracken und wusste nicht, was das ist. Ich sah niedrige Gebäude. Ich ging hinein und sah Pritschen. Ich folgte dem langen Gang, der mit zwei- und dreistöckigen Pritschen flankiert war. Dies sollte unser Schlafzimmer sein, unser künftiges Zuhause. Hier sollten wir leben, bis zum Tod. Es lagen Personen dort, die sich ausruhten, eine neben der anderen.
ohne Bettzeug, ohne Kissen, nur mit irgendeinem Fetzen unter dem Kopf. Es war solch ein Elend in Plaschow, dass die Menschen sich gegenseitig die Rationen geklaut haben. Die Mütter den Töchtern, die Töchter den Müttern, denn die Leute fingen an, vor Hunger zu sterben. Wir sind sehr früh aufgestanden. Man hat uns gegeben, diese Kaffee, was zum Trinken, ein Stückchen Brot. Dann müssten wir alle auf Appelplatz. Jeden Tag sind wir auf Appelplatz gestanden, jeden Tag hat man uns gezählt. Und man hat zugeteilt zur Arbeit. Die Strapazen im Lager sind groß. Viele Juden müssen in einem Steinbruch harte körperliche Arbeit verrichten, andere bei großer Hitze in Entlausungsstationen Häftlingskleidung reinigen. Manche arbeiten auch für deutsche oder österreichische Unternehmer. Also wir waren die Madisch-Arbeiter. Ich habe auf eine Nähmaschine genäht und zum Mittag haben wir dort Mittag bekommen. Nachmittag haben wir weiter bis spät Abend haben wir gearbeitet. Dann wir sind wieder zurück in die Baracke und geschlafen. So war, jeden Tag war dasselbe. Manchmal ist jemand weggelaufen. Dann müssten wir wieder zum Strafe alle auf Appelplatz stehen. Und waren schlimme Sachen. Man hat die Leute aufgehängt auf Appelplatz. Und da mussten wir alle zuschauen. Das Schlimmste in Plaschow ist jedoch das unerbittliche Regiment von Amon Göth, der inzwischen zum Kommandanten von Plaschow aufgestiegen ist. Seine Grausamkeit und Willkür bestimmen das Lagerleben. Unter Goethe und seiner Mannschaft wird Plaschow zum Symbol der Unmenschlichkeit. Es war ungefähr am dritten Tag, als ich ein Fenster in einer der Baracken geputzt habe. Ein sehr großer SS-Mann kam herein. Er senkte seinen Kopf, denn er war sehr groß. Ich wusste nicht, wer er war. Er ging umher, sah sich alle Mädchen an und plötzlich hielt er vor mir, zeigte mit seinem Finger auf mich und sagte, nun, wenn ein jüdisches Mädchen klug genug ist, ein Fenster an einem sonnigen Tag zu putzen, ist sie wahrscheinlich gut genug für mich. Ich hatte wirklich keine Ahnung, worum es eigentlich ging. Ihr Name ist Helen. Von nun an ist die Villa des Lagerkommandanten Helens zu Hause. Die 17-Jährige wird von Mutter und Schwestern getrennt und wohnt nun mit Amon Göth unter einem Dach. Sie bewohnt im Keller neben der Küche ein Zimmer, das sie sich mit ihrer Leidensgenossin Helene, die damals schon Anfang 30 ist, teilt. Als erstes wurde mir aufgetragen, sein Hemd zu bügeln. Zu der Zeit gab es eine Frau, die seine Bedienstete war. Ihr Name war Helen. Und er fragte mich nach meinem Namen und ich sagte, ich bin Helena. Und er sagte, nun habe ich zwei Helenas, ich werde dich Susanna nennen. Und als ich sein Hemd bügelte, fühlte ich ein starkes Ziehen an meinem Zopf im Rücken und einen plötzlichen Schlag, aber so heftig. Ich fing an zu weinen. Er schlug mich noch einmal und sagte zu mir, in Wien ist ein Mädchen in deinem Alter klug genug, ein Hemd zu bügeln, aber du bist dumm. He hit me once more and he said to me, in Vienna, a girl your age is smart enough to know how to iron a shirt, but you are stupid. Und als ich weinte, sagte er zu mir, in meinem Haus will ich keine traurigen Gesichter sehen, hast du das verstanden? Und dann sah ich, dass mir meine Freundin Helen ein verstecktes Zeichen gab, damit ich nicht mehr antwortete. Und mir wurde in dem Moment bewusst, dass ich mich von nun an immer kontrollieren muss und nie meine Gefühle zeigen darf. Mir wurde schlagartig klar, dass ich in dieser Position sehr schnell erwachsen werden muss. Ich bin seine Dienstmagd. Ich bin seine Sklavin. I am his slave. Schindler ist oft zu Gast beim Lagerkommandanten. Dort lernt er auch die junge Helen kennen und wird ihr später seine Hilfe anbieten.
Die Dienstmagd leidet, wie auch die Lagerinsassen, immer mehr unter der Willkür und Unberechenbarkeit Goetz. Da der Tod für viele eine Erlösung wäre, hat dieser sich eine besondere Grausamkeit einfallen lassen. Ich habe nie den Tod gefürchtet. Er trug zu allen Zeiten eine sehr kleine Waffe bei sich, so einen kleinen Revolver. Und diese Schusswaffe hat er auf meinen Schädel geschlagen. Wissen Sie, um mich zu erschrecken, dass er mich töten würde. So viele Male. Ich fühle es sogar jetzt noch, dass er ihn gegen meinen Schädel, gegen meinen Kopf drückt. Ich habe nie Angst vor dem Tod gehabt. Ich hatte viel mehr Angst, Zeuge zu sein, wenn er meine Mutter und meine Schwestern ermordet. Das war immer meine größte Angst. Being a witness to him killing my mom, my sisters, you know, this was always the greatest fear. Denn so terrorisierte er die Menschen. Er ließ uns zuschauen, wie Menschen starben, wie Menschen aufgehängt wurden. Im Lager Plaschow herrscht Goetz. Vor allem morgens macht er es sich zur Gewohnheit, auf den Balkon zu treten und auf Häftlinge zu schießen, wahllos. Amon Goetz zu begegnen, bedeutet für die Häftlinge, dem Tod ins Gesicht zu schauen. So empfand es auch sein Stenograf. Ich habe nach kurzer Zeit gemerkt, ich bin in unmittelbarer Umgebung eines Massenmörders. Und eine Chance, mich davon zu befreien, habe ich nicht. Wenn er jemanden erschossen hat, dann hat er sich von der Lagerkartei die Namen und Häftlingsnummern seiner ganzen Familie geben lassen. Und dann hat er diese Leute auch erschießen lassen. Bei irgendeiner Gelegenheit sagte er, er möchte keine Unzufriedenen im Lager haben. Dann habe ich mir gedacht, wenn ich irgendeinen Fehler mache, wird er mich abknallen und auch meine Eltern erschießen lassen. In diesen Zeiten waren die jüdischen Häftlinge privilegiert, die täglich zu Fuß den Weg in die Imalia zu Schindler antraten, in die Lipowa-Straße 4, 5 Kilometer von Plaschow entfernt. Es war bei Schindler gut zu arbeiten. Übrigens, er hat auch gesorgt. Die Leute haben bei Schindler eine Suppe bekommen und nicht die magere Plaschow-Suppe. Also, das war schon sehr viel zu dieser Zeit. Wir haben einmal täglich Suppe bekommen und zweimal Kaffee und 150 Gramm oder 200 Gramm Brot. Diese zusätzliche Suppe bei Schindler, das war sehr, sehr wichtig. Kleine Zeichen von Menschlichkeit, auch flüchtige Gesten, erhalten so für die Juden eine große Bedeutung. Er machte sich eine Zigarette an und warf dann 2/3 davon auf den Boden. Es gab ja im Krieg normalerweise gar keine Zigaretten. Die Menschen erkannten an Schindler, dass er Herz hat. Wissen Sie, was das für einen Raucher bedeutet, solch ein Stück Zigarette zu finden und dann auch noch von einer guten Marke, eine amerikanische oder deutsche Zigarette? Das war wichtig. Oskar Schindler liebt den schnellen Profit ohne Buchführung. Auf dem Schwarzmarkt macht er das große Geschäft und besorgt zudem die erlesenen Güter, die seinen Lebensstil prägen und die er großzügig an wichtige SS-Funktionäre verteilt. Er hat Sachen gehabt, die man nirgends bekommen konnte. Er hat verstanden, auf dem schwarzen Markt alles zu kaufen, hat Geld gehabt, wie viel er wollte, weil er sowieso in Meil fast alles auf schwarzen Markt verkauft hat, auch gekauft. Er hat doch kolossale Verbindungen gehabt in Berlin und überall, wo man Verbindungen haben sollte. Außerdem hat er verstanden, zu bestechen, dem, der zu bestechen war, in der richtigen Zeit, im richtigen Moment, auf der richtigen Stelle. Die Imalia hat auch eine kleine Produktion kalibrierter Granathülsen. Schindler setzt im Sommer des Jahres 1943 ein im Dritten Reich einzigartiges Unternehmen durch. Er beeinflusst Goetz und besticht den SS-Polizeiführer für Krakau Scherner geschickt mit großzügigen Einladungen und Geschenken. So kann er ungehindert ein eigenes Nebenlager auf dem Gelände der Fabrik bauen. Er bringt so, relativ unauffällig, seine Juden in seine Schutzzone und damit außer Lebensgefahr.
Schindler geht gern ins Lager, um sich dort über die Situation der Juden einen Überblick zu verschaffen. Wenn Goethe außerhalb von Plaschow ist, besucht er Mieczek Pemper in seiner Schreibstube. Interessant war für mich und überzeugend, dass er eigentlich immer wieder danach gefragt hat, was könnte er tun, damit seine jüdischen Arbeitskräfte bei ihm sicher sind und sicher verbleiben können. Das war eine Bestätigung, dass das tatsächlich ein anderer Mensch ist. Und das hat mir fast, könnte ich sagen, das Vertrauen in die Menschen wiederum zurückgegeben, dass ich mir sagen musste, es gibt auch eine andere Welt, außer der Welt, in der wir jetzt hier leben müssen. Die Situation in Plaschow spitzt sich unterdessen zu. Immer gewissenlosere Aktionen machen das Leben für die Häftlinge zur Hölle. So sollen am 14. Mai 1944 alle Kinder ermordet werden. 1943 wird Schindler Doppelagent. Er reist illegal über die ungarische Grenze nach Budapest, um dort dem jüdischen Joint Distribution Committee Bericht zu erstatten. Bestens informiert, klärt er sie über die Situation in Plaschow auf und berichtet über geplante Deportationen. Pemper nimmt unter großem Risiko Geheimunterlagen aus Goeths Panzerschrank. Es sind die Geheimunterlagen des SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamtes Berlin, die über die Zukunft der Lager und der Emalia entscheiden. Ich kann mich an dieses wichtige Schlüsselgespräch erinnern, im Herbst 1943, als ich ihm sagte, dass nach dem, was ich so an Gesprächsfetzen sammeln konnte und zusammen montieren konnte, hat es große Veränderungen im Großraum Lublin und Warschau gegeben, wo mehrere jüdische Arbeitslager mit Uniformschneidereien und so weiter plötzlich aufgelöst worden sind. Und das ist gleichbedeutend damit, dass der Großteil, wenn nicht alle jüdischen Frauen, die da eingesetzt waren, dass die praktisch in Todeslagern enden mussten. Da hat Schindler damals gesagt, naja, meinen Leuten droht das nicht. Ich bin ja nicht in der Konfektionsbranche, sondern in der Metallbranche. Und da habe ich ihm damals gesagt, etwas salopp, naja, Herr Direktor Schindler, mit Emailtöpfen alleine kann man keinen Krieg gewinnen. Da ist schon die richtige Rüstungsproduktion notwendig. Und dass es gut wäre, reine Rüstungsgüter herzustellen. Schindlers Werk produziert jetzt keine Metallwaren mehr, sondern Munition für die Wehrmacht. Offizielle Tarnbezeichnung Mundlochbuchse. Als die Sowjetarmee im Sommer 1944 das östliche Polen besetzt, steht Schindlers Zufluchtsstätte vor dem Aus. Wichtige Rüstungsbetriebe werden nun auf Anordnung des SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes ins Hinterland verlegt. Die Juden, die nicht mehr gebraucht werden, sollen deportiert werden. Er war ein sehr reicher Mann. Wissen Sie, er hätte uns sagen können, ich habe getan, was ich tun konnte, aber jetzt, es tut mir sehr leid, kann ich nichts mehr tun. Er hätte mit seinem ganzen Geld einfach weggehen und ein sehr angenehmes Leben als reicher Mann führen können. Aber er tat das nicht. Er nutzte sein Geld, um uns zu retten. Ist es da ein Wunder, dass er unser Held ist? Schindler verhandelt geschickt, dass er über 1000 Juden mit nach Brünnlitz nehmen darf. Er schreibt jeden einzelnen seiner Schützlinge auf lange Listen. Jedem Arbeiter ist immer ein Beruf aus der Metallbranche zugeordnet. Insgesamt existieren 9 verschiedene Listen. Die Federführung hatte eigentlich Schindler. Er hat die allgemeine Anweisung gegeben, dass natürlich alle seine Leute, die bei ihm beschäftigt waren, egal ob sie bei den Granatenteile, Mundlochbuchse oder in der Mehlproduktion waren, die sollen auf die Liste kommen. Dann hat er die Anweisung gegeben, dass Ehepaare zusammen auf die Liste kommen. Wenn die Frau bei ihm in der Mehlwarenfabrik war und der Mann im Hauptlager, dann sollte der Mann auch auf die Liste kommen. Es waren auch nicht so viele Plätze frei. Einige Blätter mussten einige Male umgeschrieben werden, weil da Änderungen waren. Ein Blatt habe ich selbst umgeschrieben. Also es war kein großer Spielraum, um eigene Namen einzusetzen,
bei mir hat Schindler ganz ausdrücklich gesagt, dass ich mit meiner Familie auf die Liste komme. He says, I have a list. Er sagte zu mir, ich habe eine Liste und ich nehme dich mit nach Brünnlitz in die Tschechoslowakei und du wirst in Sicherheit sein. Und ich stand da einfach wie blöd und konnte das nicht richtig einordnen. Er fragte, hast du noch Familie? Wissen Sie, egal wie viele Angehörige ich noch gehabt hätte, er hätte sie alle mitgenommen. Ich sagte, ich habe zwei Schwestern. Wie sind ihre Namen? Er notierte sie sich dann. What's the name? He took the names. Am Appellplatz hat man vorgelesen eine Liste von Leuten, die auf einen Transport gingen. Und ich wusste überhaupt nicht, um was es sich handelt. Aber auf einmal hörte ich meinen Namen aussprechen und man hat die Leute zur Seite gesprochen. Man wusste doch nie, ob man geht zum Leben oder zum Tod. Man hat die Leute sortiert wie Hühner. Und dann hat sie gezeigt, das war eine Liste und da war die Liste von Schindler. Schließlich finden 1000 Namen, alle deklariert als unverzichtbare Munitionsarbeiter, ihren Platz auf der Liste. Trotzdem bleibt das lebensrettende Verzeichnis unvollständig. Wer zurückbleiben muss, weiß, was ihn erwartet. 700 Männer werden eigentlich auf ihrem Weg nach Brünnlitz zunächst von Plaschow in das Vernichtungslager Großrosen transportiert. Zwei Tage darauf fahren 300 Frauen nach Auschwitz. Sie wissen, dass die Menschen, die dort ankommen, sofort in Gaskammern ermordet und anschließend verbrannt werden. Der industriellen Vernichtung fallen allein in Auschwitz täglich bis zu 10.000 Menschen zum Opfer. Es ging so eine große Eisentür auf. Und wir mussten in so einen Raum gehen, eine Art Sauna oder Bad. Die Frauen bekamen regelrecht Panik, wie ein Schock. Auf einmal ging nämlich in dem Bad das Licht aus. Die Frauen fielen übereinander her. Sie kratzten und verletzten sich und schrien, dass sie Gas riechen. Die anderen schrien, sie sollen keine Panik verbreiten, denn sie riechen kein Gas. Drugie krzyczały, żeby nie wpadały w histerię, bo nie czuć żadnego gazu. Es war bekannt, dass es Duschen gibt, durch die das Zyklon B kommt. Als das Wasser in den Duschraum kam, machte sich eine große Euphorie breit, dass wir nicht vergast werden. Den 300 Frauen droht täglich der Gang in die Gaskammer. Sie leiden Hunger und die medizinische Versorgung ist mangelhaft. Das Martyrium von Schindlers Frauen hat nach etwa 3 Wochen ein Ende. Es ist der einzige Transport, der je Auschwitz mit lebenden Häftlingen verlässt. Nach 3 Wochen hörten wir, dass sie uns plötzlich mit unseren eigenen Namen aufriefen. Das war unglaublich. Denn in Auschwitz zählte doch sonst nur die Nummer. Wir waren nicht tätowiert. Deshalb haben sie uns nach unseren Namen aufgerufen. Es war das erste Mal in der Geschichte von Auschwitz, dass sie Juden mit Namen aufriefen. Ich sagte zu mir, nun, vielleicht verdanken wir das Schindler. Ab dem Moment, als er mich auf die Liste setzte, glaubte ich an ihn. You know, from the moment he came for me, I believed in him. Das Problem war, wie kriegt man diese Leute raus, die gleichen Leute, die man auf der Liste hatte. Die Aufseherinnen in Auschwitz nämlich haben sich gewundert, dass sie plötzlich aus so vielen Baracken einzelne Frauen herausfischen müssen. Warum der Schindler nicht einfach die ersten besten 300 Frauen nimmt,
die es ja damals in ausreichender Menge gegeben hat. I chyba po dwóch dobach pociąg zatrzymał się w Brünnlitz. Nach zwei Tagen hielt der Zug in Brünnlitz an. Wir standen unglaublich, denn es gab nicht einmal einen Eimer in den Waggons. Das, was dort aus dem Zug kam und was der arme Schindler riechen musste, muss entsetzlich gewesen sein. Szybciutko ustawiłyśmy się w szereg. Kobiety, które go znały wcześniej. Wir stellten uns schnell in einer Reihe auf. Die Frauen, die ihn bereits von der Emalia kannten, bekamen bei seinem Anblick hysterische Anfälle. Tam, gdzie nie było w bliskim pobliżu, er lächelte subtil. Und dort, wo in der Nähe keiner von den Deutschen war, gelang es ihm, uns zuzuflüstern, dass wir jetzt in Sicherheit seien. Teraz już jesteście bezpieczne. Schindler lässt seine Juden nicht im Stich. Er sorgt für sie. Sie können sich in der Fabrik waschen, bekommen zu essen und dürfen sich aus Wolle warme Pullover strecken. Immer wieder überzeugt er das Rüstungsministerium, dass seine kleine Munitionsfabrik unerlässlich ist für die Stärkung der Wehrmacht. Schindler hat zu diesem Zeitpunkt kaum noch Einnahmen. Trotzdem muss er täglich mindestens 5 Reichsmark an das SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt für seine Arbeiter bezahlen. Außerdem wird es für ihn in den Zeiten der Kriegswirren immer schwieriger, seine Arbeiter zu ernähren. Schindler ist mit Lastwagen alleine hinter der Front gefahren, wo die Städtchen oder irgendwas schon die Leute evakuiert worden sind, und hat dort einfach, man kann sagen, geraubt, Mehlsäcke oder irgendwas, und hat gebracht. Dadurch hatten wir, weil wir konnten sogar das Essen nicht bekommen, was uns zugestanden ist, weil Transportschwierigkeiten waren. Er hat irgendwo geklaut, geraubt, genommen und hat gebracht, und wir haben dadurch etwas Essen gehabt. Das war Schindler. Und wir haben es gewusst. Und das hat uns das Gefühl gegeben, dass wir, er hat uns nachher Schindlers Kinder geheißen. Wir haben uns gefühlt als Kinder beim Vater. Die Front rückt immer näher an Brünnlitz heran. Jeden Tag zeichnet Moshe Beisky, der später oberster Richter von Israel wird, die Truppenbewegungen in seine selbstgemalte Karte ein. Mit Beginn der sowjetischen Offensive werden die Insassen auf sogenannten Todesmärschen ins Innere des Reiches geschafft. Diejenigen, die in der Tschechoslowakei umherirren, nimmt Schindler auf. Er selbst ist durch seine Arbeit als deutscher Spion in der Tschechoslowakei gefährdet. Ich weiß, dass die Tschechen haben ein Message zu Schindler geschickt. Wenn er dort bleibt, wird er zum Tode verurteilt. Weil er war doch ein Spion gegen Insurgenten. Aber die haben gesagt, nachdem wir wissen, was du für die Leute in Brünnlitz gemacht hast und was du in Krakau noch gemacht hast, dann geben wir die Möglichkeit, wenn du weg bist, bist du weg. Es ist der 8. Mai, Kriegsende in Europa. Schindler muss flüchten. Er hat seine Juden mit Waffen ausgerüstet und zu einer Art Guerilla ausgebildet. Sie sind bereit, bis zu ihrem Tod zu kämpfen. Die Juden haben zum Abschied für ihren Retter ein besonderes Geschenk angefertigt. Er hat nichts. Außer einen Löffel und einen Teller hatten wir nichts. Unter den Häftlingen war ein älterer Mann, Shimon Jeret. Er hat vorgeschlagen, dass er hat ein goldenes Gebiss. Sagt er, holt ihr das Gebiss raus und wir machen einen Ring, den Schindler. Immer mehr Lager werden befreit. Die Häftlinge von Brünnlitz organisieren nun die Flucht von Oskar Schindler.
Als Schindler sich dann bereit erklärt hat, dass er das Lager verlässt, dann haben wir ihm gesagt, sie werden nicht alleine sein. Wir werden, einige Kollegen von uns werden mit ihnen zusammengehen und sie werden sie beschützen und auch entsprechend weiterempfehlen, wenn man endlich mal die bayerische Grenze und die Amerikaner erreicht. Auf dem Weg Richtung Westen wird die Gruppe von Rotarmisten aufgehalten und ausgeplündert. Sie gehen zu Fuß weiter und gelangen in die sichere Schweiz. Für die Befreiten in Brünlitz beginnt eine ungewisse Zukunft. Es war ein beängstigendes Gefühl, das Leben wieder meistern zu müssen. Wir wussten, dass wir keinen Vater und keine Mutter mehr hatten. Wir hatten niemanden mehr. Wir waren sehr jung, hatten keinen Beruf, keine Ausbildung. Wir hatten 6 Jahre unseres Lebens verloren. Es waren die kostbarsten Jahre, die ich verloren habe. Ich hatte niemanden, zu dem ich gehörte. Ich wusste nicht, wohin, was ich tun sollte. I didn't have anybody to depend on. I didn't know where to go, what to do. Schindler kommt mit dem Nachkriegsalltag nicht sehr gut zurecht. Ein paar Jahre versucht er sich gemeinsam mit seiner Frau und seiner Geliebten als Nutria-Farmer in Argentinien. Doch regelmäßige, harte Arbeit liegt ihm nicht. 1958 trennt er sich von seiner Frau und geht zurück nach Deutschland. Er scheitert als Betonfabrikant. 1962 fliegt er zum ersten Mal nach Israel. Er wird gefeiert und findet endlich die Aufmerksamkeit, nach der er sich in den letzten Jahren so gesehnt hatte. Er liebt das Bad in der Menge, kommt von nun an 2-mal jährlich zu Besuch. Schindler, ständig pleite, hält Kontakt zu seinen Juden. Du, Basically, ich habe keinen Groschen. Sag ich schon, Oskar, wir haben vor 2 Wochen so und so viel Geld geschickt. Das ist weg, das ist schon weg. Er konnte viel schneller und leichter ausgeben, das Geld, was wir aufbringen konnten. Und manchmal, wenn wir gekommen zu Freunden, soll wieder Geld geben, sagt er, wieso? Und er hat schon versauft alles. Habe ich dann gerettet und gesagt, immer nur, wäre Schindler nicht gewesen, wie er war, wären wir auch nicht mehr gewesen. Das Glück war, dass Schindler war, wie er war. Und man soll auch nachher und nach Jahren nicht suchen, alles zu verstehen. Das ist Schindler. Nehmen wir, wie er war, so war er. Die Normalen haben nicht gemacht, was Schindler gemacht hat. Die Gedenkstätte Yad Vashem. Als Auszeichnung darf Schindler in der Allee der Gerechten ein Bäumchen pflanzen. Einige Jahre später wird er auch in Deutschland geehrt, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz. Er war ein außergewöhnlicher Mann, aber nur für außergewöhnliche Zeiten, nicht für normale Zeiten. Und deshalb hat er, meine ich, oder bin ich überzeugt, ich habe ihn begleitet einige Jahre, weder vor dem Krieg noch nach dem Krieg etwas Besonderes vollbracht, erreicht. Seine Glanzjahre waren eben diese 3 Jahre des Krieges. Am 9. Oktober 1974 stirbt Schindler nach einem Schlaganfall im Alter von 66 Jahren. Nach der Trauerfeier in Frankfurt wird der Leichnam nach Israel überführt. Am 29. Oktober findet in der katholischen Kirche auf dem Berg Zion in Jerusalem die Beerdigung statt. Mein Zuhause ist Israel, pflegte er seinen Juden zu sagen. Auf jüdischen Gräbern legen die Besucher Steine ab, als Zeichen der Erinnerung. Dies tun sie auch auf einem einzigen christlichen Grab in Jerusalem.